Die Frauen bekommen hier Schutz, Sicherheit, Unterstützung, Beratung. Und ich denke, für viele ist das ein ganz wichtiger Aufenthalt hier, weil sie erst einmal zur Ruhe kommen können. Sie lernen sich wieder ganz selber neu kennen, auch durch die anderen Frauen. Und vor allem die Kinder kommen aus dieser Situation raus. Die können hier auch wieder aufatmen, die können sich auch wieder erholen, können wieder Spaß am Leben haben. Und das ist auch bei den Frauen ganz wichtig, dass die Freude wieder einen Platz hat. Ja, die leben hier wie in einer WG, wie in einer Wohngemeinschaft. Also jeder hat ihr Zimmer, sie haben gemeinsame Küche, Wohnräume, ein Spielzimmer gibt es für die Kinder. Die Frauen sind meistens eben durch Partner so eingeschüchtert und dass wir sehr froh sind, dass sie den Schritt gewagt haben, überhaupt da rauszugehen. Jetzt war erst eine da, hat der Mann die Tür eingetreten in betrunkenem Zustand, die Frau vergewaltigt und geschlagen und jetzt konnte sie dort nicht mehr bleiben, jetzt musste sie da ausziehen, die Tür ist kaputt, alles muss sie bezahlen, ja. Also sowas, das ärgert mich natürlich schon sehr. Also unser Wunsch ist, den Frauen einfach wieder ein neues Selbstbewusstsein zu geben, dass sie das Gefühl haben, ich muss mir das nicht gefallen lassen, ich kann ein gewaltfreies Leben auch alleine führen. Und ja, wenn wir das schaffen, dann sind wir schon ganz froh.